Hey Lesefreaks, ich habe ein neues Format für euch. Und zwar stelle ich euch Bücher in genau 90 Sekunden vor. Und den Anfang mache ich mit Iori Fujiwara, Der Sonnenschirm des Terroristen. Am Anfang des Buchs geht eine Bombe hoch. Und zwar im Zentralpark von Tokio. Da sterben viele Menschen. Mittendrin ist der runtergekommene Alkoholiker Shimamura, der seit mehr als 20 Jahren im Untergrund lebt und wegen einer Sache, die ich hier nicht spoilern kann, gesucht wird von der Polizei. Er will bei dem Bombenanschlag helfen und hinterlässt seine Fingerabdrücke auf einer Whiskyflasche. Und er weiß, die Polizei ist jetzt wieder an ihm dran. Es stellt sich heraus, dass mehrere Tote etwas mit seiner Vergangenheit zu tun haben und deswegen beschließt er, den Fall selbst aufzuklären. Hilfe bekommt er dabei von einem Yakuza und einer mysteriösen jungen Frau. Das Besondere an dieser Kriminalgeschichte ist natürlich der Protagonist. Der ist eine beschädigte Figur, aber keine gebrochene Figur. Ein sehr eigenwilliger Charakter, den wir sehr gut kennenlernen. Die Psychologien ist in diesem feinen Roman sehr gut justiert. Die Figuren sind alle glaubwürdig. Es ist ein temporeicher Roman, der auch mal so auf Raffungen setzt. Ein total interessantes Setting, Tokio der 90er Jahre. Super spannend erzählt, raffinierter Plot. Die Geschichte hat mich von der ersten bis zur letzten Seite komplett gefesselt. Lasst einen Kommentar da, wie euch diese 90 Sekunden Buchvorstellungen gefallen, ob ihr davon mehr sehen wollt und vor allem, ob ihr dieses Buch schon kennt oder ob es euch jetzt vielleicht interessiert, es auch zu lesen.